zwar einen Lenker, aber der ist ja wirklich eher dafür da, dass ich den Wind reduziere. Der ist nicht fürs Abstützen. Fahrräder, da kann man sich erstmal am Lenker festhalten. Das hat das Einrad nicht als Stabilitätsstütze. Ist mir dann Mountainbiker von hinten ins Rad in einem Schlammloch gefahren und mein Bein ist zwischen seine Kurbel und sein Rad gekommen. Also das Bein war quasi, das Schienenbein war eingequetscht. Ich bin das Rennen noch zu Ende gefahren, hab's auch gewonnen, aber danach war es erstmal der Weg straight ins Sunny-Zelt. Physischen Sportarten ist es ja wirklich undenkbar. Und das war schon mal ein Riesenunterschied und das ist deshalb auch für mich was ganz, ganz Besonderes. Würde ich behaupten, den 1-Stunden-Weltrekord, da ist noch mehr drin. Es gibt auch einen 24-Stunden-Weltrekord im Einradfahren, den werde ich auch noch angehen, dann wird es halt 24 Stunden. Also man kann da schon lange drauf sitzen. Man muss die Sitzzeit halt trainieren.